Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit euch dieses interaktive Video teilen, wo wir einfach mal herausfinden möchten, weshalb fühlst du dich so gefangen? Ja, weshalb fühlst du dich in der Situation, in der du dich gerade befindest, so ein bisschen hilflos vielleicht auch, unsicher, blockiert? Also was ist wirklich bewusst und unbewusster Natur gerade bei dir am Start, okay? Lass also die Energien wirken vom Tarot. Bitte verzeiht meine Stimme, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich war etwas erkältet, etwas gut, auch mit starkem Fieber, hohem Fieber. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Es hat einfach noch die Stimme, was ein bisschen versagt. Okay, also habt ein bisschen Verständnis heute, Leute. Option Nummer 1, die Pyramide. Option Nummer 2, der Pendel. Lass die Energien auf dich fließen. Schau das Video, auch wenn du magst, bis zum Schluss durch. Damit du einfach so wirklich die gebündelte Power-Message bekommen kannst. Okay? Während du dich entscheidest, pausiere das Video von mir aus. Ich fange mit Option Nummer 1 schon mal an und wir fragen uns, okay? Wirklich, warum blockiere ich mich? Warum fühle ich mich so gefesselt, so gefangen, so unsicher? Was ist das? Ja, schau mal, du fühlst dich gefesselt und unsicher, weil du vor einer ganz großen Entscheidung stehst. Ja, die Karte der Liebenden ist auf der einen Seite ein Zeichen oder eine Energie für viele Menschen, wo wir sagen, es geht um Partnerschaften, es geht ums Herz, es geht um die Liebe, es geht um die Verbindung. Ja und nein, okay? Bei vielen wird es zutreffen, dass es um die Partnerschaft geht, um das Herz, um die Liebe, um die Gefühle, auf jeden Fall. Aber in der Regel ist es, du fühlst dich einfach im Moment bewusst und unbewusst der Natur gefangen, weil du eine Entscheidung treffen musst. Die freie Wahl, ja? Also wir haben ja alle also die geistige Welt kann nur in uns eintreten oder uns helfen, die Engel, okay, wenn wir unseren freien Willen bekunden. Und hier geht es darum, du hast einen freien Willen, den du dich hingeben darfst. Das heißt, dein Unterbewusstsein oder auch bewusst wirst du gerade aufgefordert oder seit einiger Zeit aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen, die dir Unwohlsein hervorruft, okay? Eine Unsicherheit. Warum? Weil es kann sein, dass es dir schwerfällt, aus einer Partnerschaft rauszukommen. Es kann sein, dass es dir schwerfällt, aus einer Routine rauszukommen. Es kann sein, dass es dir schwerfällt, Realitäten anzunehmen, neue Wege zu gehen, ja? Vielleicht hast du auch ein bisschen Wut, vielleicht hast du auch ein bisschen gerade die Kraft nicht, ja, um aus dieser Situation gestärkter herauszukommen, was auch immer, deine Unsicherheit oder weshalb du dich gefangen fühlst, ja, ist einfach, dass du weißt oder auch nicht weißt, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, okay, oder soll oder darf, bezüglich der Liebe, bezüglich einer Veränderung und du darfst deinen freien Willen bekunden. Das heißt, du hast hier das letzte Wort und du wirst entscheiden. Je länger du diese Situation rausziehst, ja, sehen wir hier ganz klar, umso länger wird dieses Unwohlsein auch andauern. In der Vergangenheit sehen wir, dass es nicht das erste Mal war, dass du in so einer Situation standest oder stehst, ja. Hier geht es darum, sobald du anfängst, dich zu befreien, sobald du anfängst, diese Situation auf einer soliden Kommunikation zu klären, aus dieser Dreieckskiste rauszukommen, ja, aus einer Unsicherheit eine Sicherheit zu machen, dich zu befreien von dem ganzen Ballast, der in dir ist, wirst du sehen, wie auf einmal, ja, dir die Wege geöffnet werden, dass du Dinge besser verstehst. Was bedarf es, mein Engel? Es bedarf einfach nur, egal ob du Mann oder Frau bist, den richtigen Moment abzupassen und zu sagen, ja, ich entscheide mich für mich, ja, ich entscheide mich für uns, ja, ich möchte gerne diese Entscheidung treffen, weil ich auf mein Herz höre, ich möchte gerne umziehen, ich möchte eine neue Arbeit. Weshalb fühlst du dich gefangen? Weil du dich davor scheust, unbewusst, bewusster Natur eine Entscheidung zu treffen, die dir etwas Positives bringen könnte, obwohl du dich danach sehnst. Ja, aber ganz tief in dir ist es einfach so, dass wir sagen, nein, du traust dich nicht. Ja, du läufst vor irgendetwas weg oder irgendetwas blockiert dich komplett. Warum? Weil du auf die richtigen Antworten wartest. Du wartest auf eine Lösung, du wartest auf eine Antwort, du wartest auf eine Hilfestellung, du wartest auf eine Wegweisung. Ja, du wartest, du wartest, du wartest, nimmst alles hin, versuchst auch Dinge zu ändern, aber du machst es nicht richtig. Okay, hier geht es wirklich darum, befreie dich, traue dich, wirklich diesen Weg zu gehen, weil die Heilung ist am Start. Es ist Zeit zu heilen. In Option Nummer 1
ist es einfach nur wichtig. Warum fühlst du dich gefangen und unsicher? Weil du dich seit einiger Zeit vor einer Entscheidung drückst, vor einer Realität drückst, vor einem Handeln drückst, vor einem Wegziehen, vor etwas, was du verändern musst. Du drückst dich vor einer Veränderung, die dir eine positive Befreiung, Erleichterung geben könnte, aber du hast noch nicht diese Willensstärke anzuerkennen, dass auch negative Sachen manchmal wichtig sind zu sehen, ja. Also hier bist du eigentlich deine eigene Blockade aus Angst, ja, aus Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Schau mal, das ist das. Wie kriegen wir das raus? Indem du dich meditieren, also Meditationsübungen vielleicht unterziehst, indem du dich mit dir selber verbindest, indem du zielorientierte Therapien machst, ja, indem du wirklich auch die geistige Welt um Hilfe bittest, aber vor allen Dingen, indem du analysierst, wie wichtig es ist, was du jetzt hast, wo du gerne hin möchtest, was du in einer Vergangenheit hattest. Also ich sehe dich schon als einen Mensch, der sehr willensstark ist, aber auf der anderen Seite sich in der Emotionsebene einengen lässt von sich selber und von der Außenwelt. Und das ist die Baustelle. Du darfst hier wirklich anfangen, eine Richtung einzuschlagen, wo du keine Angst haben brauchst. Jede Veränderung kann einfach nur was Positives für dich sein. Okay? Wir machen jetzt weiter mit Option Nummer 2. Ich werde euch diesbezüglich noch mal ein anderes Video aufzeichnen. Ich denke mal, hier kommen so viele Energien gerade am Start, die mir sagen, Alaina, dieses Video muss anders noch mal aufgerufen werden, weil es gibt viele Menschen, die das vielleicht noch nicht ganz so aufnehmen, ja? So, warum fühlst du dich gefangen? Warum fühlst du dich unsicher? Schau mal, in Option Nummer 2 haben wir hier einen ganz krassen Gegenteil, ja? Ein ganz krasses anderes Bild. In Option Nummer 2 haben wir hier die Notwendigkeit einer Heilung. Die Notwendigkeit, nochmal versuchen herauszufinden, weshalb man gerade erkrankt ist. Ja, emotional, Liebeskummer, körperlich. Was war der Auslöser für diese Situation? Warum fühlst du dich unsicher oder warum fühlst du dich gefangen? Wir haben einige von euch, die im verkehrten Körper leben. Wir haben einige von euch, die das gleiche Geschlecht leben, die sich nicht outen können. Einige, die eine Distanz haben, eine Fernbeziehung, etwas aus der Ferne vermissen. Einige von euch, die vielleicht nicht aufgeben wollen, obwohl sie wissen, es ist der falsche Weg. Andere, seid ihr wirklich in einer Energie, wo ihr sagt, wir kämpfen, ja, für etwas, was ihr glaubt, richtig zu machen, um nach vorne zu schreiten, um ein besseres Leben zu haben, um eine andere Zukunft zu kreieren, um aus diesem Loch rauszukommen vielleicht auch, ja, euren Kindern was zu bieten. Also ihr habt tolle Vorsätze, aber die Umsetzung ist ein bisschen falsch. Warum fühlst du dich gefangen? Einige fühlen sich gefangen, weil ein Schmerz ganz groß auf der Seele brennt, ja, der mit einer Distanz zu tun hat, die kreiert worden ist, nicht nur durch die Liebe, sondern auch durch Familie, durch Todesfälle, durch Fehlgeburten, ja, durch Sachen, die versagt worden sind. Du hast vielleicht irgendwas nicht erreicht, ja. Das Schicksal kannst du vielleicht nicht so annehmen. Du bist in einer Veränderungsprozedur und forderst das Schicksal wiederum raus. Wir haben in Option Nummer 2 eine Mich-Energie, die ich sehr interessant finde, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber nichtsdestotrotz zeigt es uns auch, wie unsicher diese Option 2 hier wirklich ist. Weil das Schicksal sagt, auf der einen Seite haben wir hier, warum du gefangen bist, weil du nicht die Gunst der Stunde nutzt, die Möglichkeiten, die sich dir geboten werden, wahrlich anzunehmen, dadurch zu wachsen, zu reifen, zu evolutionieren und etwas für eine Zukunft weiterzugeben. Ja? Du hast die Aufgabe, nicht dich hinzugeben, nur, sondern du hast die Aufgabe, zukunftsblickend nach vorne zu schreiten und diesen Menschen, diese Situation, dieses Geschehnis, was auch immer du erreichen möchtest, zu haben, zu bekommen. Okay, oder willkommen zu heißen. Es bedarf einfach nur, dass du dich jetzt einen Heilungsprozess bewusster Natur unterziehst, dass du vertraust auf die Signale in dir von deiner Intuition, dass du vertraust auf das, was extern ist, dass du auch vertraust, okay, auf alles das, was dir gezeigt wird, dass du offen bist. Du bist gefangen, weil dir irgendwo ein heilungsenergetischer Impuls fehlt, neu zu vertrauen und offen zu sein für das, was gerade am Start ist. Schau mal. Das Schicksal sagt, ordne deine Gefühle, ordne deine Gedanken, ordne deine Finanzen, ordne deine Gesundheit. Ja, das Schicksal meint es gut mit dir. Wir werden dir nochmal eine Chance geben, aus dieser Unsicherheit rauszukommen. Wir zeigen dir nochmal auf, ja, wie schön es ist, gefangen sich zu fühlen, um dann die Ketten zu sprengen und zu sagen, da möchte ich nicht bleiben. Okay, also deine Unsicherheit ist einfach eine
eine Energie durch einen Heilungsprozess, der jetzt gerade am Start ist oder schon eine längere Zeit am Start ist, wo es auch um eine Kur, um eine Reha, um eine Operation, um eine Geschlechtsumwandlung geht, um gleichgeschlechtliche Lieben, ja, um geheime Affären, um Todesfälle vielleicht auch, um Vaterthemen, Opa-Themen, Autorität, Dominanz. Also du hast viel zu verarbeiten und zu heilen und das ist das Thema bei dir. Ja? Du fühlst dich einfach gefangen, weil ein Heilungsprozess noch nicht ganz aktiviert ist und obwohl das Schicksal versucht, dir immer wieder Signale zu senden, merkst du, dass irgendwas noch nicht ganz aktiv in dir bereit ist. Arbeite an dir, meditiere, versuche wirklich die richtigen Antworten in dir selber zu finden. Habe keine Angst, die Gedanken, ja, sind ganz wichtig, dass du die sortierst. Je mehr du deine Gedanken sortierst, umso mehr wirst du in ein wunderschönes Feeling reinkommen. Aber hier ist es erstmal wichtig, dass du erkennst, dass dein Körper, dein Geist und deine Seele dringend Heilung brauchen, um dann Schritt für Schritt nach vorne zu schreiten. Deine Unsicherheit ist einfach eine fehlende Kommunikation mit deinem Innenleben, nichts anderes. Du schaffst es, okay? Lass dir dabei Zeit, auch auf Menschen zu hören, die das schon mal erlebt haben. Schau dir auch andere Videos an, ja? Schau dir auch schöne Filme an oder auch schöne Musik, hör dir also Meditationen von mir aus auch an oder schamanische Musik. Aber vor allen Dingen ist es immer wichtig, egal was ihr habt, den Kontakt zu euch selber zu hinterfragen. Ist es mein Kopf, ist es meine Emotion oder bin ich es? Deine Gedanken sind Gold wert. Ja? Egal, ob sie negativ sind oder positiv. Sie zeigen dir den Weg in die richtige Richtung, aber alarmieren dich auch, den falschen Weg zu gehen. Also Option Nummer zwei, das Schicksal steht zu deinen Gunsten. Die Sterne stehen wirklich gut auf deiner Seite, aber du darfst hier wirklich nochmal deine Kapazitäten nutzen, um aus einer Unsicherheit herauszukommen, immer und dann, wenn du einen Heilungsprozess an den Tag legst, etwas flexibler wirst und auch wirklich immer wieder sagst, ich bin glücklich, reich und gesund und ich stehe unter dem Schutz von Erzengel Raphael. Leute, ich werde euch hier diesbezüglich nochmal ein ganz anderes Video machen, ja, weil ich spüre, dass die Energien so stark sind, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier nochmal eine Schippe drauflegen. Okay? Heilung. Es ist die Zeit der Heilung, Leute. Ganz, ganz, ganz wichtig. Lasst es also zu, dass die Heilung aktiv passieren darf. Ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe, Leute. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, meinen Kanal liked, teilt, abonniert. Am Sonntag ist der Live-Chat ausgefallen, einfach weil ich noch krank war und ich noch einen Tag Ruhe brauchte für mich selber. Okay, und ich freue mich schon auf eure Kommentare und auf all das, was wir gemeinsam teilen. Habt Spaß am Leben und ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe und wir hören uns bis dahin. Bye.